Herzlich willkommen zurück zu Tropico. Wir sind hier jetzt stehen geblieben. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Ich mach's wie beim letzten Mal. Ich lass mich nicht über den Tisch ziehen. Seine Majestät hat einen äußerst raffinierten Plan ersonnen, um uns... Okay, das kennen wir ja alles. Ist nichts Neues. Rinder, sehr gut. Dann mach mal. Und bitte schnell, danke. Und ich sehe auf der Karte einen Vulkan. Der gefällt mir nicht. Das gefällt mir null. Okay. So. Hätten wir dann eine Farm. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. So. Diesmal sitzt sogar von Anfang an aufs Geld. Haha. Ja, Exportprofite. Wolle. Natürlich auch schlau. So. Dann könnte ich nämlich noch dadurch verdienen. Dann könnte ich sogar noch dadurch verdienen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich möchte erstmal wieder ein paar Häuser bauen. Ja, mache ich so. Ach, Mist. Egal. Geht schon. Irgendwie. So, hab jetzt zwar sau viele Häuser bauen müssen dafür, aber ey. Ich hab's ja. Hütte. Ich könnte es abweisen, aber hab keinen Grund dazu. Technischer Fortschritt ist ein... Ja, eine Bibliothek. Kennen wir schon. Lass mich raten, später muss ich eh wieder eine zweite Bibliothek bauen. Hab da irgendwie so ein Gefühl. Als hätte ich das schon mal gespielt, ich weiß ja nicht. Ich sei gepriesen. Okay, Marcos. Okay. Das bräuchte er nicht. Aber das wäre schon schön. So, Farmen bzw. Cowboy noch. Sehr gut. Und dann sollte es gleich auch mit der Wolle auch noch klappen. Hi, Nado. So.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also nicht lange und dann haben wir auch schon mal unsere erste wichtige Aufgabe fertig. Na, da komme ich so nicht hin. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay, so bekomme ich sogar noch Phase 1 des Plans seiner Majestät hat begonnen. Alle. Okay, exportieren wir einfach mal Fleisch. Was ist denn da? Ja, da kommt ja die Bibliothek hin. Ich möchte bitte, dass ihr jetzt die Bibliothek weiterbaut. Danke. Der Vulkan, der gefällt mir nicht. Ich weiß nicht. Gibt Besseres. Tsunami, Vulkan, also wäre die Seite hier komplett geschützt, nur die wäre jetzt komplett am Arsch. Der Freiheit ist halt so meh. Meh. Alamas, Rinder. Hier die Lamas hinpacken. Das ist überall scheiße. Macht das anders. Doch abreißen. So, und dann packe ich die Farm. Hier hin. Pack da noch irgend so eine Straße dran. Gerade ziehen, danke. Sehr schön. Hohe Priorität. Ja, das sollte gehen. Das sollte so funktionieren. So, dann hoffe ich einfach mal, dass dort einfach mehr Effizienz möglich ist. Okay, da möchten jetzt auch welche arbeiten, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich beschleunige es mal ein wenig. Kann ich ja gucken, ob ich da eine andere Farm hinpacken kann. Schweine sind auch nicht wirklich wohl. Dann packe ich hier noch so eine Schweinefarm hin. Geht schon irgendwie. Governor! Die Leistungskraft von Tropicos Wirtschaft ist höchst bemerkenswert. Es sieht fast so aus, als wollten sie mich persönlich damit herausfordern.
Läutet die Glocken, ich komme euch besuchen. So. Dann kommt er also in einem Monat. Liebe geht durch den Magen. Doch der schnellste Weg, um Freundschaft zu schließen, sind ein paar starke Drinks. Deshalb erscheine ich nie ohne eine Flasche in Ihrem Büro. Der US-Präsident ist für eine Wettfreudigkeit bekannt. Gewinnen Sie ein paar Wetten, trinken Sie dann kräftig drauf und et voilà. Er wird Ihr bester Freund sein, nachdem sein Kater verschwunden ist. Gewinnen Sie 3 Wetten. Kein okay, Problem. Ich bin ganz Ohr. Aber ich wette, dass Sie es nicht schaffen, Agrarprodukte mit all den Steuern und Reglementierungen Ihrer Krone im großen Stil zu exportieren. Verdammt, ich lege sogar noch ein paar Belohnungen drauf. Ich verschaffe Ihnen gute US-Exportgeschäfte oder schicke Forschungstechnologie. Kein Problem. Kann sie gerne haben. So, ich würde gerne eine Plantage hier machen. Ah, eine Kaffeeplantage wäre hier prima anscheinend. Oder Bananen? Baumwolle. Nehmen wir eine Baumwollplantage. Mais haben wir schon. Sir, die Krone hat beschlossen, in Tropico eine Grundsteuer zu erheben. Meine Freunde im Amt sagen, dass Isla Roja dahinter stecke. Ich weiß nicht, wie sie davon profitieren, doch wir werden mit Sicherheit darunter leiden. Die Krone fordert jedes Jahr $50 für jedes auf Tropico errichtetes Gebäude. Sie zählen dabei sogar unseren Palast. Was für Idioten. Aber okay. Wenn sie... Großartige Neuigkeiten! Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt. Kennen wir das Gelaber. Sehr gut. Dann können wir das hier sogar schon, jetzt mal stehen, verbessern. Das steht hier aber schon. Selektive Züchtung. Automatisierung. Maiswolle. Ja. Ne? Ist halt blöd gelaufen. Ich glaube, ich hole mir ein paar Landhäuser noch. Jemand hat mein Manuskript gestohlen. Ja, kennen wir. Haben wir schon gelesen. Das ist klasse. Sehr gut. Dann will ich es hier verbessern. Überfütterung. Und hier. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses an... Ja, ich muss mein Mandat verlängern. Die Menschen müssen die Revolution unterstützen. Aber aus irgendeinem... Besitzen sie eine katholische Mission. Okay, kein Problem, kannst du haben. Da. Und damit es besser aussieht, mache ich hier den Weg zu. Sehr gut. Ah, das sieht doch schon gut aus.
Oh, Gold. Mhm. Habe ich hier in der Nähe irgendwas? Unser Suchkommando, also ich. Ja, ich bin stolz auf dich immer noch. Okay, Buddy, Sie hatten recht. Das muss ich zugeben. Stoßen wir auf Ihren Erfolg an. Handelsgeschäfte. Ich suche hier nach Gold auf der Insel. Das sollte ich auch eigentlich so sehen. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Okay, sehe nichts an Gold. Scheiße. Im Projekt Teile die Last der Krone versteckt die Krone Budgetkürzungen, die irgendwie zu einer Erhöhung der Grundsteuer führen. Wollt ihr mich verarschen? Ab sofort wurde der Steuersatz verdoppelt und beträgt nun 100 pro Gebäude. Das ist ungeheuerlich. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Tropico, der Kampagne. Wir sehen uns dann, ciao Leute, und haut rein.